Kameras, Mr. T. Heute ist es soweit. Heute gibt es den Teil, den praktischen Teil zum Thema HFT-Training. Ich werde euch heute vorführen. Jetzt im Moment natürlich mit einer Übung erstmal, und zwar mit den Kniebeugen im schulterweiten Stand, werde ich euch praktisch zeigen, wie man so ein HFT-Training gestaltet. Bevor wir natürlich anfangen, gibt es erstmal 10 Minuten Warm-up auf dem Ergometer, locker entspannt, Puls 120, maximal 130, also nicht für Ausgaben. Dann mache ich meine 2-3 Aufwärmsätze, dann geht's los und vielleicht gibt es noch ein paar Nähnchen. Frischer Zucker im Blut sorgt für mehr Power. So, jetzt geht's los. Wichtig natürlich, dass ihr euch das Ganze richtig einstellt, dass ihr die Höhe richtig einstellt. Ich stelle es immer so ein, dass es auf der Oberkante der Brust ist. Wenn ich jetzt reingehe und meine Hand raushebe, kann ich beim Reinlaufen einmal einen kleinen Klicks machen und ich habe es bequem abgelegt. Gut, erster Aufwärmsatz bei mir immer mit der Stange, ist eine Wettkampfstange, 2,20 Meter, somit natürlich 20 Kilo Belastungsgewicht, und dann mache ich jetzt insgesamt schön natürlich ein bisschen schnellere Geschwindigkeit wie beim normalen Training, aber immer auch schon direkt von Beginn an ohne Umkehrschwung. Ich gehe einen Tick tiefer wie die Waagerechte, ich gehe nicht ganz S to press, nein, gehe ich nicht, weil ich unten im untersten Bereich, was die Hüfte anbetrifft, nicht sehr flexibel genug bin. Somit ist meine individuelle Tiefe ein Tick tiefer wie die Waagerechte, so circa 10, 15 Grad unter der Waagerechte. Gut, erster Aufwärmsatz durch, ablegen und Gewichtsaufbau, rechts und links, erstmal 10 Kilo. Schön tief, gleichmäßig ein- und ausatmen, die gesamte Atemmuskulatur nutzen. Und dann mache ich meinen ersten Aufwärmsatz mit der Stange und mit jeweils rechts und links 10 Kilo, somit 40 Kilo. Und jetzt geht's los, dass ich anfange zu entscheiden, mit welchem Belastungsgewicht ich heute trainieren werde und vor allem in welchem Cluster ich arbeiten werde. Das fühlt man in der Regel nicht zu Hause, sondern dann, wenn man im Fitnessstudio ist, wählt man seine Cluster. Erster Satz, ja, ich entscheide noch nicht, ich mache noch zwei, dann werde ich entscheiden, mit welcher Clusterzahl ich heute arbeite. Ich muss mindestens 20 Gesamtwiederholungen machen bis maximal 30 Gesamtwiederholungen. Die 15er Scheiben, machen wir 15 drauf. So, schön gleichmäßig atmen. Ganz wichtig auch beim HFT-Training, bei jedem anderen Training auch, nutzt eure Atemmuskulatur nicht nur während des Satzes, klar, unter Belastung ausatmen und Entlastung einatmen, schon gleichmäßig versuchen, die Pressatmung komplett zu verhindern. Aber wichtig auch zwischen den Übungen, zwischen den Sätzen, um dem Körper maximal Sauerstoff zuzuführen. Das sorgt dafür, dass das Gehirn die ganze Sache sauber strukturiert, schulterweiter Stand. Und der zweite Aufwärmsatz und immer schon technisch auch die Aufwärmsätze gleich sauber ausführen und unter Belastung. Zweiter Aufwärmsatz, oben zur Griffweite,
Ich habe immer in der Regel so ein bisschen rechten Winkel zwischen Ober- und Unterarm. Fixiere das Ganze richtig auf den Rücken, damit wir eine stabile Verbindung haben. Wie wähle ich meine Cluster aus? Ganz wichtig beim HFT ist das Biofeedback, und zwar das momentane Biofeedback. Wie geht das im Moment? Wie fit bin ich? Was sagt mein Body zu mir? Was sagt mein System zu mir? Habe ich heute Feuer? Habe ich weniger Feuer? Entsprechend dessen wähle ich meine Cluster. Cluster sind Zweiercluster, sind zwei Wiederholungen am Stück, Dreiercluster, drei Wiederholungen, Vierer- und Fünfercluster. In der Aufbauphase gehen wir bis maximal Fünfercluster. Jetzt kommt mein zweiter qualitativer Aufwärmsatz, und jetzt nach dem werde ich entscheiden, welche Clusterzahl ich mit welchem Gewicht heute absolvieren werde. So, zweiter Satz, Aufwärmsatz, das sind jetzt 25, 50, 70 Kilo. So, das waren 5. Ja, und ich werde mich heute entscheiden. Ich werde wohl noch eine 10er drauf machen, rechts und links. Noch eine 5er dazu. Dann bin ich bei insgesamt 80, 100 Kilo. Und mit diesen 100ern werde ich zu Vorführzwecken heute, ja, ich glaube, ich fühle so die 3er oder 4er Cluster. Ich fange mit 4er Cluster an. Und wenn ich auf 20 Wiederholungen kommen möchte, Gesamtwiederholung, möglichst muss ich 5 Cluster A4 machen, bis maximal 30 Gesamtwiederholungen. Das wären nach Anamnese, genau, ihr wisst es, das wären dann maximal 8 mal 4, bei 32 oder auch 7 mal 4. So, meine 100 Kilo Gesamtbelastung sind aufgelegt. Jetzt kommen die Schlösser dran. Nicht, dass noch was in die Hose geht. Schlösser drauf und das Ganze fixieren. Achten, dass ihr genau in diesen Zwischenphasen ordentlich Luft holt, dem Körper Sauerstoff gibt. Und dann geht es jetzt los mit der ersten Übung von insgesamt 3 Übungen, die man pro Tag ausführen sollte. Ich führe euch vor die Knulter. Die Knulter. Die Schulterweite Kniebeuge, nicht die Knulterscheitelbeuge. So, erster Cluster A, wir schauen mal 4 und dann erkläre ich euch noch was. So, 100 Kilograms, first rep, 1, 2, 3, 4. Ablegen. So, und jetzt kommt die kleine regenerative Pause, diese Mikropause, die man normalerweise instinktiv macht, die wird hier bewusst eingesetzt. Gleichmäßig atmen. Warum bewusst? Ganz einfach. Regenerativ, lohnende Pausen sind regenerativ, weil der Körper natürlich Laktat wieder zerlegen kann zur ATP, in ATP-Speicher wieder hochfahrt. Und lohnend, weil ihr natürlich danach wieder die nächste Wiederholung machen könnt. Und somit kleine regenerative lohnende Pause. Bis maximal 30 Sekunden. Ich habe jetzt etwas länger, weil ich laber dabei. In der Regel in den ersten 1, 2, 3 Clustern die Pausen kurz halten. Dann etwas länger. Maximal 30 Sekunden Pause. 1. 2. 3, 4, zweiter Cluster, tief einatmen, auch in der Pause. Umso kürzer die Pausen, umso wertvoller. Natürlich so lange die Pause einhalten, dass die Technik nicht leidet, dass die Bewegung sauber ausführt und vor allem ohne Umkehrschwung und zielmuskelfokussiert, ihr Lieben. Das könnt ihr, ich weiß das. Höchster Anspruch ans Krafttraining mit sauberer Technik zu trainieren. So, dritter Cluster, A4. Ich
bin bei 12 Wiederholungen. Nicht überventilieren, einfach nur maximale Sauerstoffzufuhr. Nächster Cluster, vierter Cluster. So. Die 13, 14, 15, 16. Vierter Cluster auf hier. Kleine Zwischenbemerkung. Hätte ich mich jetzt überschätzt, könnte ich natürlich auch, wenn es gar nicht anders geht, runtergehen auf 3 Wiederholungen. Also die letzten 2 bis 3 Cluster mit 3 Wiederholungen machen. Das geht auch. Warum? Weil HFT ist ein autoregulatives Training ohne fest abgesteckten Rahmen. Warum? Wir hören auf den Körper, wir folgen unserem Instinkt und haben dadurch natürlich auch Erfolg. Intuitiv aus dem Bauch entscheiden, Geist ausschalten, Verstand ausschalten. 1, 2, 3. Jetzt habe ich meine 20 Gesamtwiederholungen für die ersten erreicht. Ich könnte jetzt aufhören, aber autoregulativ sagt mir, mein Biofeedback sagt mir, mein Freund, du hast noch Power, also mach noch einen Satz, hol dir noch einen Satz, auch wenn es anstrengend ist. Jetzt wird es ein bisschen, was die Sauerstoff anbetrifft, entsteht schon ein leichter Mangel, Laktatwerte sind etwas höher, somit nutze ich die Pausen von 30 Sekunden aus. Maximal 30 Sekunden und den nächsten. Hopp. So, sauber stehen. 21. 22. 23. 24. So, 24. Biofeedback abfragen. Geht noch was? Yes, es geht noch was. Warum? Weil ich es will. Warum? Weil Krafttraining zum Erfolg führen kann, wenn ich will. So, okay, 29, 29, 30, 31, 32 und ablegen. So, mein Cluster für Kniebeuge, Schulterweiter Stand ist voll. Ich habe 32. Für mich ausreichend reicht mir. So, mein Gefühl her, würde ich sagen können, es wäre noch steigerbar, dass ich mit dem Gewicht sogar hätte machen können 5er Cluster. Somit 6x5, 30. Aber ich habe jetzt 8x4 gemacht, 32. Beim nächsten Mal probieren wir es mit 5er Cluster. Oder ich hätte vielleicht sogar runtergehen können auf 3er Cluster
und rechts und links noch 5 bis 10 Kilo draufpacken. Genau das ist das, was man rausfinden muss. Mit welchem Biofeedback, mit welcher Power ich momentan arbeiten kann, das ist wichtig bei HFT. Und wichtig ist auch, nicht, dass man denkt, naja, die Zweier-Cluster sind die besten Cluster und damit größten Gewichten arbeiten, das ist nicht richtig. Sondern die Mischung macht es aus. Die Mischung zwischen Zweier, Dreier, Vierer und Fünfer Cluster über die gesamte Woche verteilt. Wer immer nur mit Zweier-Clustern arbeitet, der liest sein Biofeedback nicht richtig aus. Und summa summarum, und Strich kommt am meisten raus, wenn man bunt mischt, aus seinem Körper hört ihr Lieben. Das war es jetzt mal zum Thema Praxisanteil, HFT, Clustertraining, Hochfrequenztraining, fünfmal die Woche, ihr Lieben. Und das Training dauert, wie ihr es gerade gesehen habt, wenn das durchzieht mit drei Übungen, netto ohne Aufwärmen, ohne Abwärmen, seid ihr in 30 Minuten durch. Und viele Menschen haben diese 30 Minuten. Ob ihr HFT tauglich seid, kann ich euch nicht sagen, das müsst ihr ausprobieren. Es gibt Menschen, die vertragen diese hohe Trainingsfrequenz nicht. Da gibt es ganz verschiedene Gründe dafür. Liegt oft auch im System des Menschen selber begründet, in der regenerativen Fähigkeit. Und es gibt Menschen, die einen sehr anstrengenden Beruf haben, auch noch einen körperlich anstrengenden Beruf und dann vielleicht noch eine hohe Stoffwechselumsatzrate haben. Da ist es oftmals eben nicht gut, fünfmal zu trainieren. Für die ist HFT nicht geeignet. Aber ich kann es nicht bestimmen, ob ihr HFT-tauglich seid. Das müsst ihr selbst rausfinden. Und auch hier gilt wieder, achtet auf euer Biofeedback. Macht mal 12 Wochen HFT und stellt fest, geht es euch gut dabei, seid ihr laufend müde und schlapp. Selbst nach 8, 9, 10, 12 Wochen immer noch müde, ihr braucht mehr Schlaf, wie soll es, ihr seid einfach ohne Power, dann könnte es sein, dass euer Biofeedback sagt, nein, das HFT ist noch nichts für mich. Auch hier wieder, noch nichts für mich. Das heißt nicht, wenn ich es einmal gemacht habe, dass ich es nicht nochmal ausprobieren kann. Auch die Chance besteht. Probiert es noch ein zweites Mal aus, mit einer Pause von 6, 8 Wochen, wo ihr in einer kleineren Frequenz trainiert. Danach macht ihr nochmal HFT. Wenn nach zweimal feststellt, 12 Wochen HFT, es kommt unterm Strich nichts raus dabei. Ihr seid müde, ihr seid schlapp. Ihr seid vielleicht sogar krankheitsanfälliger, habe ich auch schon gehabt in der Betreuung. Dann ist das HFT nichts für euch. So, und das ist wichtig, es gibt keine pauschale Aussagen, es werden zwar immer wieder welche getroffen, es gibt keine pauschale Aussagen. Dieses Trainingsprinzip ist das Maximum für dich. Ein Stück weit musst du das auch selbst rausfinden. Der Personal Trainer, der gute Personal Trainer, der ist letztendlich der Ratgeber und zeigt dir den groben Weg, wo es hingeht, dass du keine groben Fehler machst. Aber die Feinjustierung, die kommt von deinem Körper, hör auf dein Biofeedback und sprich es mit deinem Trainer ab, erklär ihm, wie es dir geht und dann kann der dir helfen, das Richtige für dich zu finden. So, ich spitze jetzt wie ein und deswegen, liebe Freunde, das war der praktische Anteil zum Thema HFT-Training. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim HFT-Training. Das war nicht der letzte Teil, es kommen noch ein paar Teile zum Thema HFT-Training und zwar, wie ich Übungen ausführen kann und so feine Details. Bleibt am Ball, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Training. Von der Bühne Spaß daran und kurz vor Weihnachten hört doch mal was zu mir zum Thema HFT-Training. Das war's. Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Dein HFT-Training oder dein Zweiersplit oder ein Push and Pull oder ein Pit Force, was auch immer, meine Aufgabe. Ups, ihr Lieben, ich habe ja fast was vergessen. Zum Einstieg ins Training gab es BCAAs, Branched Chain Amino Acids, in Kapselform 7 Gramm, habe ich mir reingeballert. Kann nicht schaden. Und jetzt gibt es einen Pre-Post-Bibuba. Workout, Bum Bum Shake und er ist bei mir Nüsse, Nussmix, Nüsse mit Rosinen. Rein damit und dann gibt es noch, ich weiß, mit vollem Mund spricht man nicht, okay, hab verstanden. Und danach gibt es noch, kommt man hier, einen leckeren Low-Carb-Kuchen. Wenig Zucker, viel Protein und auch Fettreis. Warum? Damit was wird!
Hallo und herzlich willkommen in meinem YouTube-Channel. Viele kennen mich schon als Personal Trainer Karlsruhe. Und noch mehr kennen mich als Mr. T. Schaut einfach regelmäßig rein. Bei mir gibt es immer die wichtigsten und die ehrlichsten Infos zum Thema Fitness-Lifestyle.